So Leute, willkommen zurück zu Let's Play! The Legend of Zelda Phantom Hourglass Part 17. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Beim letzten Mal haben wir den Tempel des Mutes abgeschlossen. Haben also den Boss besiegt, das Krustentier des Mutes. Oder wie es hieß. Ich habe den Namen vergessen. Und haben das Bogenschieß-Minispiel bei Romani gemacht. Ich muss immer noch an Romani aus... Moment, wo kam sie her? Sie kam aus, Majora's Mask. Ich muss kurz gucken, dass es nicht mit Ocarina of Time verwechselt, da hieß sie aber Marlon. Gut, Romani aus Majora's Mask verwechselt, das sollte natürlich im besten Fall nicht passieren. Haben deswegen einen größeren Köcher erhalten und wir haben den Lichtgeist des Mutes getroffen, aka Ciela, die, irgendwie Zellspaltung und dann, also erst Kernspaltung und dann Kernfusion betrieben hat. Ja, so in etwa, genau. Und, jetzt frage ich mich gerade, wo Sivan hin ist, der das letzte Mal noch hier rumstand. Und jetzt wollen wir uns auf die Suche nach dem Geisterschiff begeben, denn wir können es jetzt finden anscheinend. Wir wissen endlich, wo das Geisterschiff steckt. Hier haben wir nichts zu suchen, lass uns auslaufen. Ja, das haben wir vor. Ich bin gespannt, ob Julien wieder auf uns wartet. Die haben wir beim letzten Mal auch schon getroffen, wir haben immer noch keine Ahnung, wer genau das ist. Es sieht aus wie eine Piratin, die Torpedos schießt. Bin gespannt, ob sie wieder auftaucht. Wir fahren auf jeden Fall einmal mit vollem Kurs voraus in die nördliche See und wir sind weg. Ja, es kommt immer, ja. Es läuft die Weisheit direkt runter, spürst du nichts, Mo? Ja, diese Unterhaltung hatten wir im letzten Mal schon, kurz und knackig. Diesmal lassen wir uns treffen, weil ich glaube wirklich, Optionen haben wir da nicht, denn ich glaube, wir müssen das einfach triggern, damit wir vorankommen. Ja, wir wollen fliehen, das ist mir bewusst. Und wir sind eindeutig geändert worden, weil wir zu langsam sind. Das heißt, wir können nicht entkommen, aber gut. Guten Tag. Wir sind in einem Maschinenraum, was geht? Hallöchen. 100 Jahre sind vergangen, seit wir das letzte Mal begegnet sind, Arnold. Oh, was? Du bist nicht Limebeck. Du, kleiner grüner Junge, sag mir sofort, wo Limebeck ist. Ja, wenigstens bin ich nicht blau. Das wäre auch lustig. Hey, du kleiner blauer Junge. Oh Gott, nein. Ach, du machst ein Geheimnis daraus, ja? Und das schätzt du ihn nicht, oder du wirst es bereuen. Willst du es mir immer noch nicht sagen? Nun denn... Empfange deine Strafe. Wir sollten abhauen. Am besten so, dass wir im Idealfall auch laufen und nicht irgendwie in der Gegend rum spazieren, weil es so lustig ist gerade. Kann ich es ja nicht einfach abschießen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, ich muss sie einmal treffen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wie man das am besten macht. Am besten ohne Schaden zu nehmen, würde ich sagen. Ich glaube, man muss sie wieder ihren Lade-Attackensprung-Ding ausführen lassen. Ja, den da. Nein, man muss sie mehr als einmal treffen anscheinend. Okay, au. Dankeschön. Dankeschön, Julien. Hör auf damit. Macht man nicht. Man schlägt keine Kinder. Man schlägt zwar auch keine Frauen, aber man schlägt vor allem keine Kinder. Ich meine, ich bin ein kleiner Junge und ich muss reiben. Yeah. Unnötiges Zerkratzen meiner Schutzfolie. Und ich glaube, ich komme die ganze Zeit irgendwo gegen, weil ich sehe die ganze Zeit irgendwelche Ausschläge auf dem Mikrofon, die herzlich wenig Sinn geben, aber in Ordnung. Bis ich von einem kleinen grünen Jungen... Das Grün ist unglaublich wichtig, ja. Limebeck, einen geschickten Wachhund hältst du dir da? Bevor ich gehe, habe ich noch eine Sache zu sagen. Du, denk nicht, du hättest schon gewonnen. Hörst du mich? Tschüss. So schön mit dir, ich will das Schwert haben. Ich gebe das Schwert, ich will das Schwert jetzt haben, los. Oh, ist nicht ein Herz, hier ist ein Herz drin, mehr wollte ich gar nicht. Okay, und ja, Limebeck ist in dieser wunderschönen Kiste. Ah, sich ab und zu mal in so einer Kiste zu verkriechen, fühlt sich gut an. Hier zur Belohnung dafür, dass du die Verrückte vertrieben hast. Mo, nimm es. Danke. Was? Du bist so unglaublich großzügig. Steh ich? Nee, passt alles. Ich hab mich gerade gewundert. Irgendwo kommen die ganze Zeit irgendwelche Stöße her, die das Mikrofon registriert, die eigentlich gar nicht da sein dürften. Warum auch immer. Also, stechen wir in See, Mo. Lass uns diese Gewässer hinter uns lassen. Lass uns diese... Stand das gerade ernsthaft da? Wenn ja, mache ich mir gerade Sorgen um unsere deutsche Grammatik, aber in Ordnung. Ich weiß, ich bin kein Grammatik-Fan, aber das war schon unterste Sohle, unterste Sau. Das ist Level, such dir ein Wort aus und dann nimm es einfach in dem Fall. So, unter aller Sau. Das war's, was ich sagen wollte. Perfekt. Sehr gut. Ich frage mich also immer noch, wo zum Henker diese blöden Frösche sind. Ich meine, jetzt, wo wir die blöden Kompass haben, habe ich noch keinen einzigen gesehen. Mensch. Du bist kein Frosch. Also, noch nicht. Da, ich hab dich. Hab dich gesehen. Bleib hier. Stay with me, Frog. Crazy Frog, bleib hier. Ernsthaft. Dankeschön. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. So, guten Tag. Ja, Schusskumpel. Der goldene Boss hat mir von dir erzählt.
Du willst also wissen, was für ein Symbol du auf dem Froschkompass zeichnen musst, um hierher zu düsen. Ich zeig's dir, pass gut auf. Plops. Das ist ein Vieh. Tada, das ist das Symbol, zeichne das, um hier zurückzukehren. Hey, du solltest dich besser notieren. Ja, ich mache ja schon. Seekarte. Das male ich mir mal hier auf, nämlich. Das ist ein Vieh. Für Leute, die es nicht kennen sollten. Das ist grauenvoll, das Vieh. Aber ich kann nicht zeichnen und der Touchscreen ist nicht gerade das Geilste zum Zeichnen. Ja, das passt so. Damit kann ich leben. Nein, das wollte ich nicht. Das sollte passen. Ja, danke, ich hab's notiert. Hast du sie notiert, Kumpel? Jo. Ja, dann tschüss. Wenn du meinen Froschkumpel begegnest, richte ihnen schöne Grüße aus. Quark. Danke. Werde ich tun. Keine Angst. Und wir werden zurück in den Nebel geschmissen auf der Suche nach dem Geisterschiff. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir heute noch da ankommen sollten, wenn alles gut geht und nicht irgendwie zigtausend Piraten meinen, sie müssen uns jetzt überfallen und uns entern und töten und rapen. Ja, okay, letzteres vielleicht jetzt nicht unbedingt nicht, aber ja. You know. Nicht ganz letzteres. So, wir wollen einfach mal hier quer durchfahren, weil ich glaube nicht, dass wir wirklich... Ich sehe gerade was. Halt, stopp. Ich sehe gerade etwas. Das muss behoben werden. Das und das. So. Ich denke mal nicht, dass wir unsere normale Route nehmen, denn wir fallen jetzt einfach mitten rein, geradeaus durch. Und wir hoffen, dass wir irgendwo hinkommen. Am besten nicht wieder dahin, wo wir angefangen haben. Jetzt ernsthaft. Oh, was jetzt? Was ist los? Hier. Da waren hier mehr, als ich erwartet hatte. Verdammt, das Schiff bewegt sich nicht mehr. Ja gut, das ist jetzt doof, ne? Was los? Also, sag mir nicht, das Schiff bewegt. Wo ist die Kiste hin? Da stand gerade noch eine Kiste. Wo ist die hin? Bist du ein Zauberer, Limebag? Wenn du kommst aus deiner Kiste, kannst du Kisten verschwinden lassen. Jetzt gibt alles seinen Sinn. Verdammt nochmal. Oh, was ist los? Warum ist das Schiff angehalten? Sorry, der Motor spinnt plötzlich. Ich glaube, das hat Esti gesagt. Ich bin mir sicher, das böse Geisterschiff steckt dahinter. Ja, kein Zweifel. Das heißt, ich muss mich noch mehr um meine Maschinen kümmern. Hey Kleiner, überlass das mir. Du hast andere Dinge, um die du dich kümmern solltest. Übernimm das Steuer und nimm Kurs auf das Geisterschiff. Wie denn? Woher soll ich das denn wissen? Benutz deinen Kopf. Kopfkino. Wir nehmen deinen Kopf und hauen ihn gegen das Schiff so lange, bis wir das Geisterschiff finden. Das ist die beste Option in meines Geisterschutz. Ich bin dafür. Ich bin mir sicher, dass das die richtige Lösung ist. Ja. Oh, ich kann dir helfen, das Geisterschiff zu finden. Oh, hi. Der Lichtgeist der Kraft und der Lichtgeist der Weisheit. Und der Weisheit. Da war einmal Lichtgeist zu viel. Und ich werden unsere Kräfte vereinen und dir den Weg zum Geisterschiff weisen. Das ist doch mein Wort. Puh, müsst ihr denn immer so enthusiastisch sein? Das ist ein Test deiner Entschlossenheit. Aber du bist überhaupt keine Hilfe. Ist doch so. Wer sagt das jetzt eigentlich? Du bist kein Mo, du musst steuern. Ich habe keine Ahnung, wer was gesagt hat. Ich habe jetzt einfach gedacht, das hat einfach alles Limebag gesagt. Punkt aus. Okay, hör gut zu. Du musst jetzt das Ruder übernehmen, Mo. Und so funktioniert es. Ich denke mal, das sagt immer noch er. Aber in Ordnung. Stell dir den Motor auf vorwärts, um das Schiff in Bewegung zu setzen, weil ich denke mal nicht, dass Jela auf einmal ein Wissen darüber hat, wie man ein Schiff steuert. Als Fee. Ne? Berühre dann die rechte Seite, um nach rechts zu lenken. Und nach links zu lenken, berühre die linke Seite. You don't say. Lass dich nicht von dem Steuerrad am Boden des Bildschirms ablenken. Das ist bloß Deko. Na, danke, warum ist es dann da? Pass gut auf die Reaktion der Lichtgeister auf, wenn du das Schiff steuerst. Sie blinken schneller, wenn sie näher am Geisterschiff sind. Nun fahr! Dankeschön. Gut. Lenkrad, du bist irgendwie... Steuerrad, du bist so ein bisschen unnötig. So, sie blinken freudig vor sich hin. Das Steuerrad sieht grauenvoll aus. Das sieht einfach... Wow, nur pixelig aus. Bomb, das war nicht Absicht. Hey, du Naseweiß! Ja, ich warte nicht vor, da reinzufahren, aber da ist ein Stein. Da sollte ich vielleicht nicht unbedingt hinfahren. Okay, sie blinken weniger. Das heißt, wir sind etwas zu weit zur Seite gefahren. Du musst gucken. Ich weiß nämlich nicht, wann hier... Also die Kamera ist ganz nebenbei ziemlich blöd dafür, dass ich jetzt hier nicht gegen irgendwelche Fässer fahren sollte, die hier gerne verstreut sind, wie wir schon wissen, weil wir waren ja schon mal hier. Und sind elegant Fässern ausgewichen, beziehungsweise haben sie in die Luft gejagt. Das Blinken sieht auch sehr interessant aus, bei Sierra fehlt teilweise der Körper, aber in Ordnung. Es ist eine DS-Grafik, ich sag nichts mehr. Das ist eindeutig die falsche Richtung. So. Mal gucken. Mal gucken, ob wir irgendwo hinkommen. Sie blinken weiter fleißig vor sich hin. Das kann Gutes bedeuten, das kann aber auch Schlechtes bedeuten. Also im Idealfall sollte das was Gutes bedeuten. Ich habe keine Ahnung, ich lenke einfach mal ein bisschen hin und her. Oh, da ist es. Hab's gefunden. Wir haben es endlich, das Geisterschiff gefunden. Lass uns an Bord gehen. Warum ist es auf einmal auf dem Topscreen, der Text? Und nicht am Touchscreen, so wie da, wo er hingehören sollte. Egal. Willkommen auf dem Geisterschiff.
ja. I guess Geisterschiff, ne? You know. Das ist also das Geisterschiff, von dem alle immer reden. Es ist doch schauriger, als ich es mir ausgemalt habe. Was? Zittert Limebeck da hinten etwa? Er ist so ein feiges Huhn. Da hinten, der steht 2 Zentimeter neben dir, aber in Ordnung. Red keinen Quatsch. Es ist bloß dieser kalte Wind. Na jedenfalls, Mo, geh du voraus. Ich komm nach, sobald ich mich ein bisschen aufgewärmt habe. Das ist auch immer gut möglich auf einem verlassenen Geisterschiff. Hm? Du musst schnell deine Freundin Tetra finden. Ey, er hat sich die Namen gemerkt. Das ist ja schon mal... Ja, es gibt noch Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung in ihn. Ich bin... Wow. Muss sagen. Nice. Ja, ich hab's verstanden. Limebeck, der Hasenfuß. Ach nein, das ist nur empfindlich. Er ist nur empfindlich gegen Kälte. Worte. Warte, der zittert... zittern auf uns, ja? Klappe, du Glitzerfee! Wenn wir Schätze finden, denk bloß nicht, dass du deinen Anteil bekommst. Die Schätze gehören nämlich alle mir. Okay. Merke ich mir für die Zukunft. Wir gehen aber erstmal rein. Wagemutig wagen wir uns in das Geisterschiff. Ja. Und gucken mal, was hier so gibt. Hier sind Ratten. Zum einen. Und es gibt Spinnen. Ich mochte diesen Ort damals schon nicht, weil ich Spinnen in Zelda bis heute nicht mag. Was hast du denn zu sagen? Blaues Feuer ist immer gut. Vor allem können wir damit rotes Eis schmelzen, zumindest theoretisch. Ich glaube, ich muss das Mikrofon noch ein bisschen anders stellen. So. Damit ihr wenigstens was von mir hört auch, ne? Hm? Boing, die Zahl der Stationen, die sich hier befindet, beträgt 2. Nein. Boah. Nein, das brauche ich nicht. Wir sehen aber auf der Karte schon mal... Eine Spinne. Das sowieso. Nein, wir sehen auf der Karte schon mal ein komisches Rotkäppchen, wenn man so möchte. Und eine Tür natürlich, die ich gerade elegant übersehen habe. Und Gegner, die irgendwie strange sind. Und vor allem tot sind sie jetzt auch. Alles gleichzeitig. Strange und tot. Das ist wichtig. Gut. Aber das könnte interessant werden. Vielleicht sollten wir mal mit der guten Frau reden, denn die könnte eventuell Informationen für uns haben. Guten Tag. Wer das Fräulein? Was gibt es? Ich ging einfach davon aus, dass sie weiblich ist. Hätte auch ein Mann sein können, aber in Ordnung. Vorurteile und so. Hm. Oh, du bist etwa der legendäre Held, Mo? I guess, ja. Du bist endlich gekommen. Ich bin die jüngste Tochter des großen Hauses der Kubus. Du bist ein Würfel? Aber okay, ja. Also zumindest, Kubus ist doch Würfel, oder? Also Cube ist Würfel. Ist Kubus lateinisch für Würfel? Ich meine schon. Ich erinnere mich nur an Spectrobes. Mit den Kuben. Aber ich meine, Kubus ist Würfel. Wie dem auch sei, sie ist ein Würfel. Punkt aus. Wir Schwestern haben in Frieden gelebt, bis wir plötzlich entführt wurden. Seitdem sind wir auf dem Boot eingekerkert und warten darauf, geerdet zu werden. Aber alles ist in Ordnung, jetzt wo du hier bist, um uns zu befreien. Mo, warum auch immer da jetzt schon wieder so ein scheiß Umbruch ist. Ich hasse das. Tatsächlich habe ich eine dringende Bitte an dich. Rettest du auch noch meine älteren Schwestern? Sie sind irgendwo auf dem Schiff eingesperrt. Wir sind 4 Schwestern in der Kubus-Familie. Mhm. Lauter Würfel. Das ist wunderbar. Zusammen ergeben sie... einen größeren Würfel. Derp. Oder ein Quader. Wobei, nee, man kann aus 4 Würfeln, glaube ich, keinen neuen Würfel bilden. Nein, aber ein Quader. Egal. Ich könnte es nicht ertragen, als einzige gerettet zu werden. Bringst du bitte meine älteren Schwestern zu mir? Okay. Wir sind ja der Held der Schwachen. Oder so. Danke vielmals, dieses Schiff ist sehr gefährlich. Die meisten der Entführten sind den Zombies im Keller zum Opfer gefallen. Offen gesagt sind sie Skelette. Sie sind Skelette. Ja, danke für diese Information. Oh, entschuldige, vergiss das eben. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Ich bin so besorgt wegen meiner Schwestern. Bitte beeil dich und rette sie. Ich wünsche dir Glück. Hey Mo, ich hätte nicht gedacht, dass wir Überlebende auf diesem Schiff finden würden. Glücklicherweise ist das Kubus-Mädchen noch am Leben. Sicher ist Tetra auch irgendwo eingekerkert, genau wie die Kubus-Schwestern. Ich weiß nicht, wie furchtbar diese Zombies im Keller wirklich sind, aber wir müssen den Mädchen helfen. Das gehört, das sind Skelette. Keine Zombies. Ja. Ne? Vielleicht weiß die ältere Schwester, die wieder eingekerkert ist, wo Tetra ist. Hat sie nicht von Schwestern geredet oder bin ich blöd? Ich glaube, ich bin blöd. Und da sind Spinnen. Das sowieso. Haben wir Bomben? Jetzt haben wir auf jeden Fall welche. Ich glaube, da brauchen wir den Boomerang, oder? I guess Boomerang? Das ist nicht der Boomerang gewesen, das war die Wand. Das ist auch nicht der Boomerang, also das ist nicht der Schalter gewesen. Würdest du bitte diesen Schalter treffen? Dankeschön. Würdest du bitte diesen Schalter treffen? Dankeschön. Gottes Willen, krampfhafte Versuche, diese blöden Schalter zu erwischen. Hey. Da sind wieder Gegner, die lustig werden dürften. Die könnten nämlich sehr anstrengend sein. Das war, by the way, verdammt knapp. So, weg mit dir. Ich muss gucken, dass ich nicht zu leise werde, weil ich...
Das war ganz nebenbei nicht so ganz elegant wie geplant. Dankeschön. Ne, ich muss gerade immer aufpassen, dass ich nicht viel zu leise geht, weil ich gerade gemerkt habe, irgendwie ist das Mikrofon heute sehr leise eingestellt. Weiß auch nicht warum. Eigentlich habe ich die gleichen Einstellungen wie immer. So, weg mit dir. Aber trotzdem. Seltsam ist es allemal. Gut, weg mit dir. Komm runter. Spinne, ich weiß, dass du da bist. Come at me, bitch. So. Ich mag Spinnen in Zelda allgemein nicht. Dementsprechend mag ich diese Spinne hier auch nicht. Vor allem ist da schon wieder eine. Tschüss und weg mit dir. Noch zwei Krüge mit Herzen drinne. Ist da noch irgendwas wie ein Schalter oder sowas, mit dem man Feuer ausmachen könnte? Das wäre doch sehr nett. Moment. Moment, 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 Moment. Wie ging das hier nochmal? Wenn ich das jetzt wüsste, wäre ich natürlich schlauer. I guess jumpen? Oh ja. Pff. Easy going Methode. Ich spring einfach mal. So, Richtung Geronimo! Bomb tot. Wenn er das nicht geschafft hätte, wäre das sehr bitter gewesen, ganz nebenbei. Ratten. Ratten, Spinne, Ratten, Ratten, Ratten. Stacheln. Und, Stacheln. Und Stacheln und Spinnen. Schön. Und Stacheln weg. Auch gut. Es geht voran. Es geht voran. Und, eine Schatzkiste. Was ist hier drin? Ein dreieckiges Kristall. Das ist doch schon mal etwas. So, guten Tag. Wer bist du denn? Oh, wer ist da? Aha, meine jüngere Schwester hat dich also gebeten, mich zu retten. Ich verstehe. Ich bin die dritte Schwester des Hauses der Kubus. Wo führst du mich bitte zu meiner jüngeren Schwester? Woher weißt du meinen Namen? Komische Ding. Wie, komisches Wesen. Wesen ist immer gut. Mache ich das am besten? Ich glaube, da drüben komme ich aktuell noch nicht lang. Ich muss ihn, glaube ich, erstmal darüber schmeißen. Am besten nicht ins Feuer, sondern woanders hin. Komm runter. So, dich nehme ich mit. Da kommt gleich eine Spinne runter. Ihr müsst wissen, die werten Mädels haben Angst vor Spinnen. Dementsprechend sollte ich die Spinne erst auslöschen. Immer ein bisschen aufpassen. Ja. Durch. Spinne, du bist noch nicht wieder gespawnt, hoffe ich doch mal. Die respawnen nämlich teilweise relativ schnell. Hier? Zufälligerweise? Irgendwo hier war noch eine Spinne. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier keine Spinnen waren? Hier irgendwo, komm. Komm, 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 ich weiß es doch. Nicht. Okay, ich bin doof. Dann bin ich eben doof. Kann ich mitleben. Kommst du? Perfekt. So. Wunderbar. Oh, große Schwester. Da bist du ja, kleine Schwester. Wieso nennt man sich gegenseitig Schwester? Das ist... Denn meine Schwester ja auch nicht Schwester. Das ist irgendwie seltsam, aber vielleicht ja auch japanische Kultur. Das ist immer die Begründung für alles. Wenn was seltsam ist, ist es automatisch irgendeine Kultur, über die man sich nicht lustig machen sollte. Dementsprechend lasse ich das jetzt an der Stelle. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Oh, viel, danke vielmals. Leider war meine ältere Schwester offenbar nicht mit Tetra zusammen. Woher weißt du von ihr? Wie was verpasst? Bringst du bitte auch noch meine beiden anderen Schwestern zurück? Wir beten beide für deine Sicherheit. Oh, danke. Ich glaube, das stand da. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir werden so lange Bonbons essen. Das ist ein guter Plan. Ich schlag mich mit den Spinnen und Ratten und Flammen und Fantasiewesen rum und ihr esst Bonbons. Ich finde, das ist eine vollkommen faire Arbeitsteilung. Fast schon ein bisschen. Nicht. Aber in Ordnung. Keller 2. Okay. Ich gehe davon aus, dass das eins der Zombies sein soll. Hast du das gesehen? Das Monster sieht sogar noch schauriger aus als alles, was wir bisher gesehen haben. Naja, so viel schaurige Monster haben wir jetzt auch nicht gesehen. Es ist vermutlich der Zombie, den das Kubusmädchen erwähnt hat. Okay, du bist ein Zombie, das ist gut zu wissen. Du bist eine Sicherheitszone. Gut zu wissen. Du bist eine Spinne. Ebenfalls gut zu wissen. Und du? Kommst du runter? Kommst du runter? Ja, du kommst runter. Und du warst die längste Zeit eine Spinne. So, das wollte ich zur Vollständigkeit auch gesagt haben. Du warst auch längste Zeit eine Spinne. Ich hasse die Spinnen hier immer noch ganz nebenbei. Habe ich ja schon so dreimal erwähnt, aber ich erwähne es auch gerne noch zwei weitere Male. Wir gucken mal. Was haben wir denn hier? Stacheln. Stacheln sind immer gut. Wow, und eine Spinne. Das war knapp. Das war ebenfalls knapp, aber in Ordnung. Da vorne spawnt auch sicher auch eine Spinne. Ja, war klar. Too obvious for me. Too obvious. Bitch. Oh, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Ich vergaß, dass
ich auf der Karte schon in dem Punkt war und nicht woanders. Okay, das ist nicht so Kubus Mädchen. So leicht geht das. Das war alles so geplant. Ja, ja. Mhm. Okay. Hallöchen. Oh, wer bist du? Ah, ich verstehe. Ich bin die zweite Tochter des Hauses der Kubus. Oh nein, ich habe noch nie von einer Tetra gehört, aber genug davon. Woher weißt du davon? Haben ich dich jetzt gefragt oder nicht? Wenn nicht, dann... Woher weißt du davon? Mo, kannst du mich zu meiner jüngeren Schwester eskortieren? Woher wissen die, wie ich heiße? Oh, ja, Mo, hier liegt eine wunderbare Schatzkiste. Es sind zwei Kisten. Wenn du dir eine aussuchst, nimm auf jeden Fall die linke. Links, ja, ja, die linke. Weißt du, wo links ist, oder? Natürlich. Gut. Du bist ein kluger Junge, Mo. Dankeschön. Du auch. So, also links ist eindeutig da, würde ich sagen, ne? Gut. Kann ich mit leben. Das war links. Das war eindeutig links. Mhm. Ihr glaubt mir nicht? Doch, 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 doch. Dem war so. Ja, gut. Das passiert, wenn sie Spinnen sehen. Sie hassen Spinnen. Und ich muss gucken, dass der Zombie nicht auf uns aufmerksam wird. So. Wo auch immer der jetzt hinläuft, der Zombie. Sehr interessant. Ja. Das ist eindeutig die linke Truhe gewesen. Das andere muss die rechte gewesen sein. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Genau. Ich will nichts hören. Ich habe in dem Fall recht. Glaub mir, ich habe recht. Glaub mir. Das ist eine bessere Entscheidung, mir in dem Fall da recht zu geben. Immer schnell die blinden Spinnen erledigen, bevor sie wieder anfangen zu kreischen, weil das wäre etwas ungünstig. Wir machen das so. Ich weiß nur nicht, ob der sie jetzt zurückbringt oder so. Nö. Interessant. So, komm her. Ja, 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 ich weiß, ich bin da. So, ich muss kurz, ich muss warten, bis der Typ weg ist. Hä? Interessant, dass die Zombies sie nicht angreifen. Wenn man das mal so kurz anmerken dürfte. Mhm. Da ist noch eine Spinne. Ich hoffe mal, dass sie jetzt da nicht drauf reagieren wird demnächst. So, weg mit dir. Schatzkiste öffnen. Und wir haben einen runden Kristall. Den brauchen wir jetzt auch gleich. Komm mit. Am besten Fall nicht auf die Spinne achten. Nicht auf die Spinne achten. Sie ist gar nicht da. So, ja, ja. Wir haben wunderbar genau das getan, was wir tun sollten. Wir haben die linke Truhe geöffnet. Perfekt, alles gut so. Sie wird gleich wieder schreien. Da ist eine Spinne. Oder auch nicht, weil ich sie vorher erledigt habe. So einfach kann es gehen. Ja, pff. Da war nicht nur eine Spinne, sie ist sogar in die Spinne reingelaufen. Ja, und tut mir leid. Ja, okay, sie fühlt sich jetzt besser. Alles klar. Da ist eine Schatzkiste, die hätte ich noch gerne. Wunderbar, und hier haben wir eine Perlenkette. Oh, warum nicht? Komm mit. Wunderbar. So, weiter im Text. Kommst du? Ah. Oh, ja, ich erinnere mich, es war ziemlich anstrengend, hier durchzulaufen. Das kann immer ein bisschen dauern. Bewegst du dich mit mir? Bewegst du dich mit mir? Komm mit. Komm mit. So. Guten Tag. Oh, große Schwester. Da bist du ja, kleine Schwester. Es sind zwei. Aber in Ordnung. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Danke vielmals, Mo. Aber leider war diese Schwester auch nicht mit Tetra zusammen. Bringst du mir bitte auch noch meine letzte Schwester sicher her? Wir beten für deine Sicherheit, Mo. Dankeschön. Wir warten mit angehaltenem Atem. Und ess Bonbons. You know. Ja, aber bevor wir jetzt die letzte Schwester suchen, würde ich sagen, wir beenden den Part erstmal für heute und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Bis zum nächsten Mal und, ja, ich hoffe natürlich, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, Leute.